Kennen Sie Euro-Kegel? Nein? Dann bleiben Sie dran. Wir möchten es Ihnen gerne erklären. Schönes Spiel. Nico, Euro-Kegel ist eine neue Billard-Disziplin. Wer hat diese entwickelt? Ja, die Entwicklung von Euro-Kegel begann circa vor 2 Jahren in Brandenburg. Da trafen sich Sportfreunde aus Ungarn, Dänemark und meine Wenigkeit. Und wir haben im Prinzip uns das Ziel gesetzt, eine Spielart zu entwickeln, die wir gemeinsam in allen Ländern spielen können. Kegelbillard ist ja nun nichts Neues. Was ist aber neu an Euro-Kegel? Ja, wie eben schon gesagt, war uns wichtig, dass wir eine Spielart finden, die wirklich die gleichen Regeln in allen Ländern hat. Vorrangig natürlich erstmal die europäischen Länder. Wir möchten damit erreichen, dass internationale Turniere in einer Kegeldisziplin auf den kleinen Tischen stattfinden können. Es gibt ja bereits auf großen Tischen internationale Turniere, aber eben nicht auf den kleinen Tischen, wie wir sie hier haben, die auch relativ stark verbreitet sind in Europa. Zu den Regeln. Gespielt wird ja an sogenannten taschenlosen Turnierbillards der Größe 210 x 105 cm. Ist das eher ein Einzel- oder eher ein Teamwettkampf? Euro-Kegel kann als beides gespielt werden, also sowohl als Einzelwettkampf, wie wir es hier im Hintergrund sehen, aber auch als Teamwettbewerb. Bei Einzel spielen halt 2 Spieler direkt gegeneinander. Bei einem Teamwettbewerb bestehen die Teams jeweils aus 2 Spielern und spielen insgesamt 4 Einzel- und ein Teamspiel. Gespielt wird ja mit solchen Karambolbällen. Wie groß sind die? Die Karambolbälle, die wir hier nutzen, haben einen Durchmesser von 61,5 mm. Jetzt sehe ich, die haben Punkte an der Seite, zumindest die weiße und die gelbe Kugel. Warum das? Ja, die Punkte sind nicht vorgeschrieben, aber die Punkte machen es doch relativ stark deutlich, wie der Ball rotiert, wenn man Effekt gibt, also ihn etwas seitlich anstößt. Und das ist bei dem Spiel mitunter sehr wichtig. Zum Spiel ganz konkret. Ein Spiel wird ja gewöhnlich in mehreren Sätzen gespielt. Ist das auch beim Euro-Kegel so? Das ist auch im Euro-Kegel so. Häufig spielt man Best of Three, nennt man das, oder Best of Five, also Best of Three, 2 Gewinnsätze. Das heißt, ein Satz hat in der Regel ein Ausspielziel von 100 Punkten. Wer zuerst die 100 Punkte erreicht hat, hat den ersten Satz gewonnen. Und dann beginnt im Prinzip der zweite Satz. Und wer den auch gewinnt, hat dann einen weiteren Satz gewonnen, solange bis der erste beispielsweise 2 Sätze gewonnen hat. Jetzt beginnt das Spiel? Das Spiel beginnt mit dem sogenannten Bandenentscheid. Den Bandenentscheid gewinnt der Spieler, der seinen Ball als nächstes an die Bande legt. In dem Fall ist es Ball gelb. Was passiert jetzt? So, jetzt werden die Bälle in die Anfangsposition gesetzt. Die Position ist fix. So beginnt jedes Spiel. Und der weiße Ball liegt immer direkt neben dem roten bei dem Anstoß jetzt, weil Erik das Spiel beginnt und mit dem weißen Ball anstoßen muss und über die gesamte Partie den weißen Ball als Stoßball behält. Zwei Kegel sind gefallen. Wie ist die Wertung? Die Wertigkeit der Kegel sind 2 Punkte für die hellen Kegel und 4 Punkte für den braunen Kegel. Erik hat jetzt auf den Stoß Punkte erzielt. Demzufolge hat er noch einen zweiten Stoß. Muss natürlich wieder den weißen Ball anspielen, der auf gelb geht und dieser darf dann Kegel reißen. Was passiert, wenn ich keine Kegel treffe beim ersten Stoß? In dem Fall geschieht Spielerwechsel, das heißt, dass der andere Spieler an der Reihe ist. Gespielt wird immer mit derselben Kugel? Ja, bei dem Bandenentscheid wird festgelegt, welcher Spieler beginnt. Der beginnt, hat immer weiß, der andere Spieler hat immer gelb als Spielball. So, Spieler gelb hat jetzt keinen Ball getroffen oder keine Kegel getroffen. Und in dem Fall ist Spielerwechsel. Wow, das ist, wie sagt man, ein All-In? Ja, das waren 12 Punkte. 12 Punkte, weil? 12 Punkte, weil die hellen Kegel 2 Punkte zählen und der mittlere Kegel, der braune, zählt 4 Punkte. Jetzt können ja gar nicht alle Kegel aufgestellt werden. Was passiert nun?
In dem Fall haben wir die Regel relativ einfach gestaltet. Wir haben gesagt, wenn ein Aufsetzpunkt besetzt ist, dann wird der Kegel einfach nach außen auf die Bande gestellt. Wie lange dauert in der Regel so ein Spiel? Ein Spiel mit zwei Gewinnsätzen, also Best of Three, dauert erfahrungsgemäß ca. 45 bis 60 Minuten. Das waren jetzt keine Kegel, das waren aber trotzdem Punkte. Und zwar eine sogenannte echte Karambolage. Und die reicht ebenfalls, um noch einen zweiten Stoß zu bekommen. Und sie zählt 4 Punkte. Es geht halt nicht nur um Punkte sammeln, sondern es geht auch viel um Strategie, oder? Es geht um beides natürlich, weil wer zuerst 100 Punkte erreicht hat, der hat den Satz gewonnen. Natürlich gibt es auch einen großen strategischen Faktor, weil bei dem ersten Stoß möchte ich natürlich in der Regel meine Punkte erzielen, um noch einen zweiten Stoß zu halten. Und beim zweiten Stoß möchte ich die Bälle möglichst safe ablegen, sodass der Gegner eine schwer spielbare Stellung hat. Was passiert denn so einem Fall, wenn die Kugel sehr nah an der Bande liegt? Der Ball muss ganz normal gespielt werden, ist natürlich etwas schwieriger, aber es gibt jetzt keine Regel, dass man den Ball entfernen darf oder weiter wegrücken darf. Das wären wie viele Punkte gewesen? In dem Fall 6 Punkte für die Kegel und 4 Punkte für die echte Karambolage. Also in Summe 10 Punkte. Das war der zweite Stoß, nachdem auf jeden Fall Spielerwechsel geschieht. Demzufolge war es hier das Ziel, die Stellung möglichst safe zu hinterlassen, damit der gegnerische Spieler einen schweren Ball hat. Aber lösbar. Aber lösbar, das hängt immer von der Raffinesse des Spielers ab. Und in dem Fall wirklich sehr gut gespielt. Gibt es einen bestimmten Dresscode beim Eurokegel? Es gibt keine vorgeschriebene Kleiderordnung in dem Sinne, dass man beispielsweise Weste, Fliege, Ähnliches tragen muss. Es wird auch ganz normal in Vereinskleidung gespielt. Ja, jetzt wurde kein Ball getroffen und trotzdem wurden Kegel erzielt oder Kegel geworfen. Was passiert jetzt? Ja, wir haben gerade einen inkorrekten Stoß gesehen. Das bedeutet, es wurde kein Ball getroffen. Und demzufolge bedeutet das für den gegnerischen Spieler, dass er mit der Vorteilsposition wieder beginnen kann. Die Punkte, die gerade dadurch erzielt wurden, werden dem gegnerischen Spieler gutgeschrieben als Pluspunkte. Zählt jetzt jemand mit übrigens? Ja, es gibt für jedes Spiel natürlich eine Anzeigetafel. Und über diese Anzeigetafel ist natürlich auch ersichtlich, wie viele Sätze gewonnen wurden und wer wie viele Punkte hat. Bei diesem Ball ist es nicht möglich, direkt auf den roten Ball zu spielen. Das wäre ebenfalls ein inkorrekter Stoß und bedeutet Spielerwechsel. Und der gegnerische Spieler kann mit dem Vorteilsball wieder beginnen. Jetzt wurde auch kein Ball getroffen. Demzufolge ebenfalls die Wahl, entweder Vorteilsball, also alle 3 Bälle wieder auf Ausgangsposition, oder mit der entstandenen Position weiterspielen. Wer entscheidet das? Das darf der gegnerische Spieler selbst entscheiden. Wenn die Position, die liegen geblieben ist, für ihn gut ist, darf er sie spielen. Ansonsten kann er gern auf den Vorteilsstoß zurückgreifen und alles wieder auf Anfang legen. Bei dem Vorteilsstoß, der hier in dem Fall ja daher rührt, dass der gegnerische Spieler einen inkorrekten Stoß gemacht hat, darf der Spielball, also in dem Fall der Weiße, auch verrückt werden. Und zwar ist er zu positionieren im hinteren Viertel des Billards.
Nach Sätzen steht es jetzt 1-1. Kann Spieler 2 jetzt gewinnen? Er kann auch gewinnen, und zwar braucht er ja, hat aktuell 88 Punkte. Um zu gewinnen, muss er 100 Punkte erreichen. Das heißt, wenn er auf den nächsten Stoß 12 Punkte macht, dann hat er 96-100 und hat den Satz und damit auch das Match gewonnen. Ein Blick in die Zukunft des Spiels. Hat Eurokegel die Chance, sich national oder international zu etablieren? Die Erfahrung, die wir jetzt in dem letzten Jahr, wo es wirklich aktiv gespielt wird, sammeln konnten, zeigt, dass Eurokegel ein sehr interessantes Spiel ist und auch sehr gut angenommen wird. Eurokegel wird aktuell hier in Deutschland, in Sachsen und in Teilen von Brandenburg gespielt. Wir hatten hier auch schon mehrere Kennenlernturniere, dass man erstmal die Disziplin an und für sich lernt und spielen kann. International wird Eurokegel in Ungarn, Dänemark, Serbien und Rumänien gespielt, wo ebenfalls schon Turniere stattfinden. Abschließende Frage, wo bekomme ich mehr Informationen zum Thema Eurokegel? Informationen gibt es natürlich auf unserer Webseite oder besser gesagt unserer Facebook-Seite. Und zwar nennt sich die Gruppe Eurokegelbillard. Der Gruppe kann man gern beitreten. In dieser Gruppe sind bereits Spieler aus allen Nationen dabei und es werden regelmäßig Informationen gepostet. Natürlich gibt es Informationen auch bei den Verantwortlichen der einzelnen Verbände. Vielen Dank für dieses Interview und Ihnen gut Stoß.